Morgen! Bei Mona mittendrin weiss ich nie, was mich hier verschlägt. Mal bin ich im Militär gelandet, mal mitten im Gemüse. Und dieser Ort ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das ist das Kinderspital. Genauer gesagt, die Kinderkrebsstation. B-West. Das war vor 2 Jahren. Darf ich da einfach so reinlaufen? Der Besuch hier hat mich sehr bewegt. Hetzi, guten Morgen. Ich bin Mona Fetsch. Vielleicht muss ich zu Ihnen, aber ich weiss es nicht. Mona, Sie wissen da, das ist gut. Willkommen da. Und jetzt darfst du deine Farbe aussuchen. Ich nehme hellblau. Nimmst hellblau, das ist doch gut. Super. Schau, die haben es mir gegeben. Ist das funktional? Ja. Gut. Also, ich glaube, das ist jetzt noch das Einfachste. Guten Morgen miteinander. Seither habe ich mich immer wieder gefragt, was aus diesen Kindern geworden ist, die ich hier getroffen habe. Aus dem Mattia, der noch ganz am Anfang gestanden ist von seiner Chemo. Gestern vor 2 Wochen bin ich eingeliefert. Ja. Heute ist er wieder daheim. Er hat einen weiten Weg hinter sich, mit heftigen Momenten. Es bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, Mattia. Entweder nimmst du jetzt das, oder die andere Variante ist einfach, und so Herz mich denn da dunkt hat, zum sagen, lass, dann stirbst du an dieser Krankheit. Oder der Scheim, der Fußballer hat werden wollte, aber die Leukämie hat einen Strich durch seine Zukunftspläne gemacht. Welche hast du denn gern? Frosty, oh, die habe ich mal am liebsten. Das sind die mit viel Zucker. Hat sie ihnen keine? Nein. Heute schüttet er wieder, aber die Unsicherheit bleibt. Er weiß, dass es kann wieder passieren an einer Rückfahrt. Und dann war ich beim Finn. Die Chemo hat ihm dort alles abverlangt. Und jetzt liegt er halt wirklich etwa 5 Wochen einfach nur im Bett. Und das ist der Finn heute. Er hat durchgebissen und seine Familie mit ihm. Wo es kritisch geworden ist, ist dann, wo er eben nicht mehr kämpfen konnte. Und dort haben wir dann uns Sorgen gemacht, oder? Vor 2 Jahren haben wir uns kennengelernt auf der Krebsstation des Kispi Ostschweiz. Der Finn, der Scheim, der Mattia. Wie ist ihr Leben heute? Das ist Mona mittendrin Update. Kurz vor 7 Uhr zu Bürglen im Kanton Thurgau. Ich bin auf dem Weg zum Finn und ein bisschen aufgeregt vor dem Wiedersehen. Hi, guten Morgen. Hi, miteinander. Hallo. Wir kommen gerade schon am frühen Morgen. Hi, Finn. Hi, wie geht's? Hi, Fabian. Hi, Mona, hallo. Hoi, freut mich sehr. Seit wann hast du eine Brille, Finn? Schon lange. Sicher? Wie schläfst du die Brille? Hä? Finn, ciao. Hast du sie gerne? Ja, jeden Tag. Jeden Tag hast du sie, ja? Ich habe sogar mal mit der Brille geschlafen. Stimmt's? Ja. Ich treffe einen ganz anderen Bub als hier im Spital. Gehst du ins Kunstturnen? Geräteturnen. Ah, cool. Hey, super. Und sonst, wie geht's dir? Super. Super? Aber was heisst das? Mir geht's einfach sehr gut. Du, das ist super. Das sieht man auch. Weißt du, als ich dich im Spital gesehen habe, hast du ganz anders ausgesehen. Ja. Gell? Magst du dich noch erinnern? Ja, sehr. Ja, gell? Weil dort ist es nicht immer nur gut gegangen. Nein. 6 war schon, als ich den Finn kennengelernt habe und schwer zeichnet von den Nebenwirkungen der Chemo. Seine Eltern immer bei ihm. Wie habt ihr das eigentlich organisiert? Bist du Tag und Nacht eigentlich da? Oder wie machst du das? Jetzt, die Zeit, wo wir im Spital sind, also die 6 Wochen, ich bin immer vom Sonntagabend bis am Freitag da und mein Mann jeweils Freitag bis Sonntag. Ja, also ist immer jemand da? Immer. Immer, ja. Das wollt ihr so? Ja, vor allem, ich habe das Gefühl, das ist auch wichtig für den Finn. Mhm. Die Chemo geht an die Grenzen des Erträglichen. Sie ist häufig intensiver als bei Erwachsenen, weil der junge Körper mehr mag aushalten. Beim Vorbereiten dürfen die Pflegenden ja nicht in Kontakt kommen mit den Krebsmedikamenten.
musst du doppelte Handschuhe anziehen. Und weil ich einmal Chemo in die Hände genommen habe, darf ich da nichts mehr anders annehmen. Ja. Für Gesunde sind Substanzen gesundheitsschädigend. Das ist schon wahnsinnig, oder? Das ist so gefährliches Zeug und ihr lasst das den Kind einfach in die Venen. Also, weißt du, irgendwie ist es noch. Es ist ein bisschen paradox, gell? Ja. Aber es ist eben leider in der heutigen Zeit das Einzige, wo wirklich wirkt gegen die bösartigen Tumore. Aber es ist, stellt halt eben leider auch, es richtet viel Schaden an. Ja. Das wär's gsi. Du, und dann habe ich gehört, du kannst dann auch schon gleich vielleicht einmal heim. Mhm. Was weißt du da drüber? In 5 Tagen. 5 Tage. Wow. Auf was freust du dich am meisten, wenn du wieder daheim bist? Ja. Ah, schau, da ist sie auch. Ja, schau mal. Wie heisst denn die? Nia. Nia. Heute hat Finn seine Nia wieder jeden Tag. Ich habe den Eindruck, es geht ihm richtig gut. Es ist immer schwierig, oder? So mit dem Alltag. Ja, geht es ihm wirklich gut, geht es ihm nicht gut. Aber wenn man so schaut, wie es ihm vor einem Jahr gegangen ist, ist wirklich ja, ein riesen, mega Unterschied. Ja. Ja. Oh, du, aber jetzt, du! Wir kommen noch spät in die Schule, du! Du, jetzt schau mal! Hä? So cool! Hey, das ist so super, dich so gesehen, Finn. Man würde nie darauf kommen, dass der Finn immer noch in der Krebstherapie ist. Wie ist das für dich, weißt, wenn du ihn jetzt so siehst, turnen? Ja, super. Das hat er auch immer gemacht. Sobald es möglich ist. Kopfstand hat er eigentlich in jeder Lebenslage noch gemacht. Sicher. Ja. Der Kopfstand. Ja, der Kopfstand ist immer gegangen. Im Spitalbett noch. Ja. Ja. So, also. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bis später. Wieder in die Schule gehen können. Das war im Spital am Finn sein ganz grosses Ziel. Ja. Hallo, freut mich. Guten Morgen, ich bin Gabriela. Der Finn geht in die 2. Klasse. Alle 2 Wochen findet der Unterricht im Wald statt. Das ist super für den Finn und seinen Bewegungsdrang. Was ist denn das noch da? Das von der Stimme bauen. Aha. Selber? Ja. Und da hebt? Mhm. Ich bin schon ein paar Mal aufgestiegen. Ah, das habe ich gemeint, schon ein paar Mal runtergefallen. Selbst nicht. Entweder kann man da oben hocken oder da unten. Ja, ich hoffe jetzt, dass das hebt. Wie war das eigentlich? Weißt, haben deine Freunde dich im Spital besuchen? Ja, ein paar haben mich manchmal besucht. Ja. Zum Beispiel Daria, da ist eine Freundin. Die hat mir richtige Kühle gebaut. Das Karton. Sicher? Ja. Die ist in meinem Zimmer gestanden. Ja. So eine. Da hat dich gefreut. Ja. Gell? Aber hast du es ein bisschen vermisst im Spital, deine Freunde? Ja. Und dann ist mein Sinn, ich darf ja nicht in fremde Häuser.
habe nicht dürfen. Aber wenn sie ja im Wald sind, da ist ja kein Haus der Wald. Ja, das stimmt. Dann hat meine Mami manchmal nach dem 9 gebracht. Okay. Und warum hast du nicht dürfen fremde Häuser? Ich weiss nicht, wegen der Bakterien, glaube ich. Ah, weil du etwas könntest dich anstecken. Mhm. Ja. Und im Wald hast du aber dürfen? Ja. Ja, ja, ich darf schon helfen. Dass der Finn während der langen Zeit im Spital gleich ein Teil der Klasse bleibt, das ist seinen Lehrerinnen wichtig. Er hatte dann einfach auch einen Stuhl, wo er quasi sein Bild war. Also er war immer präsent in der Klasse. Als er im Spital war, haben die auch wie ein Stuhl für ihn. Ja, ja, ja. Also da war er sehr immer da für die anderen Kinder. Man hat auch wieder Fotos bekommen von der Mutter. Und die Fotos sind dann eben auf dem Tablet im Gang sind die gelaufen. Ah, dann haben die, ja. Dann haben die können miterleben, eigentlich, wie es dem Finn geht. Halt auch die schlechten, wie auch die guten Phasen wieder. Ich kenne einen kleinen Luftweg, der heißt Jack. Und wenn der Jack fest Hunger hat, dann ist er alles weg. Und so ist der Öpfel, Öpfel ist er so. So ist er Öpfel und Öpfel ist er so. Die Zeit, in der Finn so schlecht gegangen ist, ist für seine Klassenkameraden schon weit weg. Nicht aber für seine Familie. Der Finn hat die Chemo schlecht vertragen. Lang hat man nicht gewusst, in welche Richtung dass es geht. Ist das so gewesen, dass ihr eigentlich mit dem Schlimmsten rechnen müssen? Also für uns vor einem Jahr ist das so gewesen. Ja. Weil dort ist ja wirklich im Spital gsi und ja, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Mhm. Und er war dort mehrere Tage auf der Intensiv und hat dann nicht mehr geredet. Mhm. Das ist eigentlich dann schon, da ist also mit das Schlimmste gsi. Ja. Also mit euch auch nicht mehr geredet? Nein, er hat kein Wort mehr rausgebracht. Ich denke mal, ja. Wo es kritisch geworden ist, ist dann, wo er eben nicht mehr kämpfen konnte. Ja. Einfach, wo nie gemerkt ist ein Kämpfer. Und ist wirklich gewaltig. All diese Therapie, wenn er immer wieder stehaufmännlich war und gesagt hat, ich bin Kunstturner und ich schaffe das. Und dann hat es Mal gegeben, wo er nicht mehr kämpfen konnte. Einfach immer wieder ein neuer Rückfall, nochmal ein neuer Rückfall. Und dort haben wir dann uns Sorgen gemacht. Oder? Ja. Jetzt sind wir wieder am Energie tanken. Ja. Aber der Tank ist noch lange nicht voll. Einfach, wir sind noch weit, weit weg. Du bist langsam am Ankommen im Alltag wieder. So, Farbwechsel. Stück für Stück zurück in die Normalität. Es ist noch ein weiter Weg, bis die Therapie definitiv abgeschlossen ist. Eine Geduldsprobe für alle, auch für Fabian, empfinden seinen grossen Brüder. Ja, wie war das für dich? So die Zeit, als er im Spital war? Also ich war traurig. Und dass ich halt ja immer ins Spital musste und ich halt viel alleine war oder bei anderen. Mhm. Und dass Mama und Papi noch wenig bei mir waren. Also sind schon bei mir, aber ja. Hast du gehört, sind sie im Kopf manchmal noch an einem anderen Ort? Ja. Mhm. Also sie sind die letzten zwei Jahre noch für den Finn da gsi. Mhm. Ja, für mich noch nicht so viel. Mhm. Und das macht einem schon manchmal traurig, ja. Oder? Gell, ja, das glaube ich. Mhm. Und jetzt hast du das Gefühl, seit der Finn wieder da ist? Ist es eigentlich besser. Also habe ich das Gefühl, dass sie mehr für mich da sind, wie vor zwei Jahren. Ja. Ja, das ist super schön. Dass wieder alle, dass wieder das Vierte UNO spielen können. Gell? Ich finde es auch noch lässig, dass ich überhaupt da bin, kann ich mit dem Fabian kuscheln. Dann ihr nicht nur streiten, dann ihr manchmal auch kuscheln. Nein. Also, streiten dann mal mehr. Also, ich muss nicht unbedingt sein. Wir nehmen jetzt das Leben so, wie es ist und hoffen einfach, dass wirklich der Finn wieder gesund wird und dass der Fabian seine Sachen kann machen, wie er will, gell? Dass beide Jungs gut rauskommen. Das ist das Ziel.
Krützlingen am Bodensee. Beim Scheim dreht sich inzwischen wieder alles ums Schutten. Immer mit dabei seine zwei Brüder und sein ehemaliger Fußballtrainer, der Burim. Der Scheim denkt nicht mehr viel an die Zeit im Kispi. Wir haben einfach so schnell wie möglich halt fertig sein. Und nicht so einen riesen Kopf darum gemacht, was passieren kann. Wir haben es einfach gemacht. Und, ja. Sein Fußballtrainer Burim ist der Scheim die letzten zwei Jahre jede Woche besuchen. Ich habe andere Kollegen, die selbe Krankheit haben und die sind nicht so leicht damit umgegangen wie er zum Beispiel. Er ist wirklich. Ich bin überrascht, wie er das macht. Er ist wirklich erstaunlich gewesen. Das kann man schon sagen. Er hat sich nie einen Kopf darüber gemacht. Nicht hadern, einfach durch und vorwärts gehen. So habe ich den Scheim schon auf der Station erlebt. Hier ist er auch in die Schule gegangen. Die Möglichkeit gibt es für alle Kinder, die trotz Chemo Kraft haben dazu. Dann ist ja da eigentlich, wenn wir jetzt sagen, das sind zwei Angaben auf zwei Seiten. Sechs? Sechs Quadratzentimeter. Weißt du, wieso sagen wir Quadrat? Das sind wie zwei Dimensionen. Der Scheim hat einen Chemoblock nach dem anderen gehabt. Und für jeden geschafften Therapieschritt gibt es eine Belohnung. Eine Mutperle. Hi, Scheim. Wir sind nämlich noch auf Perlen. Du hast, glaube ich, auch noch eine zu gut, gell? Scheim. Willst du eine? Welche? Die grüne. Ah. Hast du schon einen Chemokasper ausgesucht? Nein, nicht. Ja, du kennst das eh schon besser. Weder ich. Kannst du alle? Super, da geht's schnell. Top. Sehr schnell. Ja. Und jedes Kind hat so eine. Richtig, genau. Und es bedeutet alle etwas, der Chemokasper, wo wir mit der Chemo mit dem Block angefangen haben. Ja. Dann gibt es auch manchmal Perlen, die zum Beispiel wie die, die sieht aus wie eine Tablette. Und dann ist, wenn sie ein schwieriges Medikament schlucken müssen, dann kommen sie die über. Etwa gleich groß wäre wie ein Quadratzentimeter. Bis später. Chemo, Horror und Hoffnung in einem. Die Pflegenden und Ärzte unterstützen die Familien auf ihrem Weg. Wir sagen den Eltern, wie es aussieht. Wir sagen gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Ehrlich. Manchmal wollen die Eltern Zahlen hören, Statistik. Also wie viel Prozent Chance, dass man da überlebt? Genau, und das, ist manchmal, das habe ich nicht so gern, weil man weiß nie, auf welcher Seite man ist. Aber prinzipiell kann man sagen, dass 4 von 5 Kindern werden geheilt. Da. Ja. Bei euch, ja. Also bei uns, einfach ja. Insgesamt in der Kinderonkologie weltweit mit einer guten ja. standardisierten Kinderonkologie. Ja. Aber den 5. gibt es auch. Es gibt Momente auf dieser Station, wo nur schwer zu ertragen sind. Die Angst vor dem Schlimmstmöglichen begleitet alle hier. Darum sind die schönen, unbeschwerten Augenblicke besonders kostbar. Der Scheim hat wieder einen Chemoblock geschafft. Hallo, hallo. Ist der Scheim? Der Scheim ist schon heim. Ist er da hinten warten? Ist er da hinten? Sollen wir mal schauen? Aha! Wir suchen dich überall schon und du sitzt da schon parat, Monsieur. Also, da gibt's doch nicht. Blutwert lässt es zu. Er kann für ein paar Tage heim. Ist jetzt für dich auch ein guter Moment? Ja, ist immer schön. Jetzt sind wir 4 Nächte da gewesen. Jetzt darf man wieder heim. Ich tue nicht zu viel führen. Schauen oder planen oder was kommt noch und was haben wir noch. Und also wirklich immer Tag bei Tag. Ja. Es kommt im, kann ja auch anders kommen, deswegen tun wir nicht groß. Du nimmst alles vor sich zu. Ja, ja, auf jeden Fall. Hast du gelernt. Ja, ja. Hey! Super gemacht! Unglaublich! Kein Mucks! Bist befreit, Schein. Ab nach Hause! Mach's gut! Bis zum nächsten Dienstag. Okay, Frau Kotto, bis zum nächsten Mal. Ja, merci. Tschüss. 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 Ciao, ciao. Das ist jetzt 2 Jahre her. Und gleich ist bei der Familie Branco die Erinnerung an die Zeit im Spital noch frisch. Es war wie in einem Film gewesen. Aber nur bei diesem Fall, es war real. Reality. Ist das Ganze für euch alle
ganz, ganz schwierige Zeit. Wo habt ihr Kraft gefunden? Weil ihr habt das miteinander geschafft. Jetzt sind da eigentlich schon fast am Ende des langen Weges. Was hat euch Kraft gegeben? Nennt man vielleicht Gott? Wer weiß, wo diese Kraft herkommt. Ja, und auch eben, was schön, dass er Geschwister die hat, zwei. Die haben ihm auch sehr viel Kraft gegeben. Also vor allem, also für ihn, uns auch, aber vor allem am Bub, also am Schein. Mhm. Und er hat alle auch immer positiv gedacht. Und so alle halt. Man hat dann einfach immer noch vorausgeschaut. Oder einen Moment gelebt. Und so ist es dann gegangen, halt Tag für Tag. Mhm. Und der Scheim war einfach wirklich stark auch immer gewesen und hat auch sehr, sehr viel mitgemacht immer. Also hat nicht, ja, einfach hat gewusst, jetzt ist halt da und dann macht man halt das. Mhm. Er hat eigentlich eine Leukämie gehabt, die im Verhältnis eine gute Prognose ist. Also auch, weißt, wenn du jetzt an einen Rückfall denkst, beruhigt denn das als Eltern oder bleibt die Unsicherheit gleich? Also, ich will das an das nicht denken, aber er weiß, dass es kann wieder passieren, an einer Rückfall. Oder? Es ist jetzt nach 3 oder 5 Jahren ist das, sagt man, dass es wirklich vorbei ist. Oder? Mhm. Ja, es ist immer noch 2 Jahre vorbei jetzt. Jetzt hoffen wir mal, dass es so in diese Richtung geht. Oder? Wie sagt man, positiv denken oder gar nicht denken? Nein, man denkt das eigentlich gar nicht. Ja. So viel schätzen wir gar nicht über das, ja, wie jetzt heute, ja, zum Beispiel. Ja. Das ist immer noch so ein bisschen, vielleicht wenn man eben noch in dieser Phase ist, dann tut man sich nicht so viel auch auseinandersetzen mit wer war oder wer noch kommt. Mhm. Es ist irgendwie irgendwo noch irgendwo vielleicht. Oder also ich jetzt als Mami halt mal so. Weil man will einfach nur, dass ja, das vorwärts geht und dass es gut rauskommt. Denkst du viel noch zurück an die Zeit im Spital? Nein. Dann kriegt man wie so ein Flashback. So. Ja, und dann macht eine schon ein bisschen traurig. Ja. Diagnose Krebs. Für jede Familie, die es trifft, ist es ein Albtraum. Es ist der Anfang von einem Kampf gegen unberechenbare Gegner. So auch für Mattia seine Familie, die ich vor 2 Jahren im Kinderspital kennengelernt habe. Sie haben erst kurz vorher erfahren, dass er Leukämie hat. Zuerst hatte ich natürlich keine Ahnung, was Leukämie ist. Ja. Dann hat es mir aber auch erklärt, mit diesen kranken Blutzellen. Und dann war es halt schon schlimm, als ich dann erfahren habe, dass das lebensgefährlich sein kann. Ja, das glaube ich. Gell? Und dann? Ja. Hast du gedacht oder gemacht? Brüllend. Ja. Das zieht dann schon voll den Boden unter den Füßen weg. Ja, das glaube ich. Ja. Ich bin gerade heim vom Arbeiten und er ist brüllend zu mir und er hat gesagt, wir sind ins Spital und ja. Er hat noch so viel vor im Leben, hat er gesagt. Also hast du schon irgendwie hat er etwas geahnt, so, ja. Ja. Ja, das ist schon hart, ja. Gell? Der Mattia ist noch ganz am Anfang gestanden von seinem Kampf gegen Krankheit. Der Großteil der Chemo ist noch gekommen und schon die erste hat ihn recht mitgenommen. Er hat jetzt 3 Kilo abgenommen, seit er im Spital ist. Und er sollte wirklich jetzt eigentlich viel essen, um sich ein bisschen zu stärken. Und das wird jetzt eben schwierig. Viel Fastfood? Soll ich noch schnell in den Mac und dir so einen Sack holen? Ein Hühnchen, gell? Er hat immer Lust auf ein ganzes Hühnchen. Ach, sicher, Bulle. Bulle im Körbchen, das wäre etwas. So schwierig und gleich so wichtig, als Familie in diesem Ausnahmezustand ein Stück Normalität zu leben und auch im grössten Sturm immer wieder schöne Momente miteinander haben. Während meinem Besuch hat Mattia über Nacht einen Infekt bekommen und konnte am Morgen kaum mehr reden. Ich
Tut mir einfach das ganze Maul weh und für die Stellen bekommen, die von der Chemo eigentlich her sind, also glaube ich, die Nachwirkungen, haben sie gesagt. Gell? Oh ja, du. Ja, das hätte jetzt nicht sein müssen. Jetzt wäre es am Sauschwängel so gut gegangen. Das ist ein bisschen doof, ja. Der Mattia ist tapfer geblieben. Wie überhaupt alle Kinder, die ich getroffen habe. Denkt hat er weniger an sich, sondern an seine Eltern. Ja, ich mache alles kaputt, oder? Du? Ja, wegen der Krankheit, oder? Jetzt können wir nicht ins, mit Sommerferien. Sie müssen ihr Wochenende absagen. Du machst überhaupt nichts kaputt? Ja, finde ich schon. Sicher, finde ich schon. Aber weißt du, also etwas kaputt macht man nur, wenn man etwas dafür kann. Und du kannst nichts dafür. Sie machen doch da gern für dich, weil sie haben dich ja auch gern. Da würde ich für mein Kind, kannst du mir glauben, da würde ich 100 Ferien absagen. Das ist doch nichts wert, wenn du ein Kind hast. Man würde so gern richtig helfen. Aber alles, was ich konnte, ist etwas ganz Kleines. Oh, das ist noch recht warm, du. Matti, wir haben noch eine Überraschung für dich. Es gibt jetzt zum Mittag. Für dich, dein Gückeli, das du dir gewünscht hast. Er ist sprachlos. Ein guter! Hey, Matthias! Boah, hat er gerade Eisen über Bauchweh und Durchfall geklagt. Aber ja. Das ist jetzt mit dem Gückeli voll weg. Hey, Matthias! Heute, zwei Jahre später, treffe ich auch den Matthias zum Glück wieder zu Hause. Das Duendorf bei Frauenfeld. Aber ich darf jetzt einfach, ey, wenn ich dich jetzt so anschaue, da dunkelt mir etwas anderes, als hier im Bett im Spital. Ja, schon ziemlich. Wie geht's? Ja, ziemlich gut. Ja, kann man eigentlich nichts beschweren. Ein bisschen Schulstress, aber sonst ist es eigentlich gut. Ah, cool. In welcher Klasse bist du jetzt? In der Sek? Zweite Sek. Aber das ist super. Also wenn das im Moment dein Problem ist, dass du Schulstress hast, dann heisst, dass es gesundheitlich eigentlich nicht mehr so Probleme gibt bei dir? Nein, eigentlich gar nicht mehr. Also ich muss jetzt einfach noch monatlich in die Kontrolle, aber sonst eigentlich nichts mehr, außer einmal Tabletten nehmen am Tag. Ja. Ja. Ja, genau. Die letzten zwei Jahre waren für die ganze Familie schwierig. Aber es hat sie auch zusammengeschweißt. Amatia, seine Geschwister, die haben den Haushalt geführt, die Eltern haben sich mit Schaffen und Spital abgewechselt. Der Mattia hat sich im Schnellzugstempo durch die Chemo gekämpft. Er hat sogar einen Block weglassen, so gut hat sie angeschlagen. Jetzt ist der Mattia 14 und lebt wieder ein ganz anderes Leben als im Kispi. Aber etwas ist immer noch gleich. Sein Lieblingsessen. Oh nein! Jetzt gibt's Gückeli. Jetzt für mich auch noch ein Gückeli. Ja. Nein, so cool. Hey, danke vielmals. Ist das einer für dich oder einer für mich? Für dich. Oder für uns beide? Ja, für Salita. Seit dieser Sendung habe ich nie mehr ein Gückeli gegessen, ohne dass ich an Mattia gedacht hätte. Das ist jetzt auch schön, dass wir jetzt miteinander auch noch uns auch richtig geniessen können. Ja. Genau. Sehr cool. Ohne dass das Maul wehtut. Ja. Ein guter miteinander. Ein guter. Dass ich mit Nadlers heute so unbeschwert zusammen sein kann, ist eine grosse Freude. Weil die Ärzte haben Mattia nicht eine gute Prognose gestellt. Ja, die ersten Gespräche gerade mit den Oberärzten waren wirklich recht ernüchternd. Und, ja, es ist wirklich von den Überlebenschancen nicht so gut ausgesehen am Anfang. Und man hat einfach, weil es halt eine ganz seltene Art von Leukämie ist, die er hat, haben sie auch wird zu wenig vergleichswert und sie haben auch nicht sagen, wie quasi, es gibt ja immer so Prozentzahlen,
wo man sagt, da haben sie es gerne nicht sagen. Weil sie wirklich, der Verlauf sind so unterschiedlich. Und, da haben wir wirklich vorzusehen müssen schauen. Und darum war es auch wirklich immer das, ja, schwieriger gewesen. Wie kommt die nächste Kontrolle raus? Wie reagiert er wieder darauf? Wie spricht er auf Chemo an? Und dann war es immer so ein Auf und Ab von den Gefühlen eigentlich auch. Ja. Mhm. Also weißt du, wenn wir gerade schon bei den schwierigen Themen bleiben, das ist über das Sterben. Hast du dir Gedanken gemacht darüber, über das Sterben? Oder haben darüber da lieber gar nicht reden miteinander? Ja, doch. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht. Eben zum Beispiel auch, wo die Mami gesagt hat, ja, wir müssen ins Spital St. Gallen. Dort habe ich mir dann eben auch gedacht und habe es auch zum Papi gesagt, ich will nicht sterben, ich habe noch so viel vor im Leben. Und ja, das habe ich mir auch im Spital teilweise überlegt, wenn es mir auch wirklich schlecht gegangen ist. So, ja, eigentlich will ich ja noch einen Beruf haben, ich will Geld verdienen, vielleicht eine Frau, Kinder, weiß nicht. Und jetzt kann das nicht sein, dass ich jetzt einfach mit 13 schon weg bin. Und ja, da habe ich mir dann schon teilweise Gedanken gemacht. Mhm. Und hast du das auch mit Mami und Papi diskutiert? Oder hast du lieber nicht wollen, dass sie sich Sorgen machen? Ich glaube nicht gross. Also ich und Mami hatten schon mal eine Diskussion, weil ich die Säftli einfach nicht haben wollte. Ja. Bin ich schon. Deswegen mag ich mich daran erinnern. Ja, ich mich auch. So. Ja. Wie ist das? Da ist dann einfach gewesen, dann hat Mami gesagt, ja, willst du etwas sterben oder was ist? Weil ich halt die Medikamente gebraucht habe. Und das sonst eher schlechter hätte können werden. Und dann ist schon mal dort drum gegangen. Ja. Mhm. Also da bist du kurz mal energisch gewesen. Ja, ja. Also wir haben ihn einfach, also ja, da, eben, die Situation mag ich mich auch noch ganz gut erinnern. Einfach, als ich dann so das Gefühl hatte, ja, also es bleibt da eigentlich nichts anderes übrig, Matt. Ja, entweder nimmst du jetzt da oder die andere Variante ist einfach, und so Herz mich dann da dunkelt hat, zum sagen, lass, dann stirbst du an dieser Krankheit. Mhm. Und also, da hat mir als Mutter schier das Herz verrissen, ich weiß noch, gell? Also wir haben nachher miteinander brüllt, wie verrückt. Ja. Aber dann war dann ja, dann stirbst du an dieser Krankheit. Und dann habe ich mir so gedacht, so, nein, ich nehme jetzt die Krankheit auseinander, ich werde wieder gesund. Genau. Und dann hast du das Äftchen genommen, das Grausige, gell? Ja. Was hast du jetzt, weißt du, so für Ziel? Woran soll dich das Leben bringen? Jetzt zuerst mal einen Beruf finden und dann damit Geld verdienen. Und was willst du für einen Beruf? Hast du schon noch nicht? Hochbauzeichner wie der Papi. Erst nach 5 Jahren ohne Rückfall weiss man, ob die Behandlung wirklich erfolgreich war. Das ist allen bewusst. Aber der Mattia und seine Familie schauen zuversichtlich in die Zukunft und geniessen Zeit miteinander. Heute ist das Thuendorf Unterhaltung vom Turmverein. Und auch der Mattia ist wieder voll mit dabei. Oh. Am Anfang war es unschwierig, wo er einfach gemerkt hat, die Muskeln sind weg. Er mag nicht mehr das, was er konnte. Er ist dann etwa einmal ins Gerät geturnt und ist dann auch sehr frustriert eigentlich nach Hause und hat gesagt, ich kann da alles nicht mehr, was ich vorher konnte. Und jetzt? Wo ist er eigentlich? Ah, da ist er. Da ist er. Jetzt haben wir gerade darüber geredet, du hast eine Zeit lang eigentlich gar keinen Sport mehr dürfen machen. Nein, eigentlich nicht. Gell? Und nachher, wie ist es gegangen, weißt du, wo du wieder angefangen hast? Ja, also ich habe schon gespürt, keine Kondition mehr, keine Ausdauer, keine Kraft mehr. Also wirklich die einen Sachen, die ich sonst einmal easy gemacht habe, sind dann einmal wirklich ziemlich streng geworden. Also teilweise habe ich am Anfang nur mal 10 Liegestütze am Stück machen. Na ja gut, dann können andere heute noch nicht. Schon auf Glück. Seine Muskeln sind wieder da. Das zeigt sich kurz nachher. Der
Der Mattia so turnen gesehen, ist grossartig. Er hat einen weiten Weg hinter sich. Ist da noch dein ganzer Fanclub? Bist du auch noch dabei? Gehen dir alle mit dem Matti in die Schule, oder? Ja. Oh, er hat es eigentlich recht gemacht, er hat es gut gemacht. Ja. Sind wir zufrieden? Ja. Big top. Hey, also, gell? Alles gut sehen, dass es immer weiter aufwärts geht. Ciao miteinander, macht's gut. Tschüss. Ciao. Der Mattia, der Scheim, der Finn und ihre Familie sind auf dem Weg zurück in die Normalität. Ich wünsche ihnen allen nur das Beste. Auch im Umgang mit der Ungewissheit, die ein Teil von ihrem Leben bleibt. Mona mittendrin, ein Einblick in Welten, die man kennt, aber eigentlich eben gleich nicht so richtig. Wenn ihr mehr von dem wollt, abonniert ihr einfach am besten den YouTube-Kanal von Doc. So bleiben wir in Kontakt.